Hallo, ich bin Fanny Parker und bin 11 Jahre alt. Ich lebe in Zug. Meine Geschichte heißt Das Fake-Fest. Emilia ist 10 Jahre alt. Sie hat blonde Haare, trägt am liebsten ein oranges T-Shirt und blaue Hosen. Heute wachte sie wie immer von Läuten ihres dummen Weckers auf. Sie zog sich um und nahm ihre Schulsachen und ging ins Wohnzimmer. Dort angekommen, schaltete sie die Nachrichten an und setzte sich auf den Stuhl. Zuerst erzählte ein Mann das Wetter. Plötzlich platzte ihre Mutter rein und sagte, dass wegen dem Virus die Schulen geschlossen werden und ab sofort Fernunterricht stattfindet. Der Nachrichtensprecher sprach weiter, dass Corona die Welt übernehmen will, also alle anstecken will. Emilia sagte leise vor sich hin, ich muss etwas unternehmen. Ihre Mutter sagte, wie bitte? Er nichts, antwortete Emilia schließlich und ging in ihr Zimmer. Sie suchte ihren Laptop und rief ihre Freundin Lea an. Als sie ihr alles erzählt hatte, staunte Lea und sagte, legen wir los mit der Planung. Sie planten 5 ganze Tage, bis sie endlich auf eine sinnvolle Idee kamen. Sie planten ein Fake-Fest, an das sie Viren hinlocken wollten. Sie organisierten Schutzmaterial wie zum Beispiel Desinfektionsmittel oder Masken. Außerdem wurden Flyer gedruckt, wo drauf stand, kommen Sie zum Fake-Fest, wo? Stadtgasse 5. Dort haben wir für jeden Besucher Schutzkleidung vorbereitet, gegen die Corona-Armee. Emilias Plan lautete, wir locken die Viren zum Fest, sodass sie denken, dass nichts los ist und dass alle anstecken können. Aber nein, wir greifen sie mit dem Desinfektionsspray an und kämpfen, bis sie sterben und alles wieder normal ist. Emilia sagte zu Lea, perfekt, die Flyer gehen wir jetzt in der ganzen Stadt aufhängen. Am Mittwoch war alles für das Fest vorbereitet. Sie hatten eine Band organisiert, wo Musik spielen wird. Sie sahen schon von Weitem die Armee. Die Viren waren rot, so groß wie ein Volleyball, mit Härchen und Augen. Alle Leute hatten Schutzkleidung an und ein Desinfektionsspray in den Händen. Als die Viren angekommen waren, sprayten die Leute sie an und töteten sie. Die Viren merkten, dass es eine Falle ist, aber sie kamen nicht davon und starben. Die Welt ist gerettet, sagte Emilia und alle schrien ja. Als Emilia mit Lea in ihrem Zimmer war und über den Tag sprachen, hörten sie einen Schrei aus der Küche. Es war Emilias Mutter. Die 2 Mädchen rannten in die Küche. Emilias Mutter stand dort mit einer Pfanne in der Hand und schlug gerade eine Viere platt, bis die Viere platt wie ein Blatt Papier auf dem Boden lag. Dann rief Emilias Mutter, das war die letzte.